Ich liebe Lesen und im Wald sein. Ich lese gern Glücksbäckerei, die Schule der magischen Tiere, ein Mädchen namens Willow, also eigentlich alle Bücher. Mich macht es einfach glücklich, wenn es mal ganz still ist, weil ich habe einen kleinen Bruder, der manchmal ziemlich nervt, aber auch manchmal nett ist. Aber ich mag einfach das Vögel zwitschern und ja, also es ist meistens so, dass ich meine Gedanken schweifen lasse und manchmal kann ich auch einfach an nichts denken, was normalerweise meistens nicht passiert. Und ja, das ist einfach anders, weil sonst bin ich immer von irgendwas abgelenkt. Ich habe das Gefühl, ich kann gut helfen, zeichnen. Also zum Beispiel, wenn jetzt einer traurig ist, dann kann ich trösten oder sowas. Meistens fühle ich mich dann entspannt, weil ich dann weiß, der andere nervt dann immer mit seinem Geheule oder sowas. Aber meistens ist es einfach glücklich. Ich bin dankbar für mein Leben. Also, dass ich überhaupt auf der Welt bin. Dass ich meine Familie habe. Ich habe den Tipp zum Beispiel, mir geht es so, wenn ich gerade, keine Ahnung, mies gelaunt bin, dann tue ich meistens meine Haare so vor, damit ich einen Schutz habe. Oder Kapuze aufsetzen, wenn man Pulli hat. Oder zeichnen, das hilft mir meistens. Oder eben lesen. Das ist immer. Wenn dich ein anderer ärgert, einfach ignorieren. Wir haben in der Schule ein Parlament. Da kann man zum Beispiel alle möglichen Sachen besprechen. Wir reden zum Beispiel auch über Projektwochen. Zum Beispiel Burg Wildegg. Wir fahren auf Burg Wildegg und da werden dann halt die Gruppen zum Speiseplan, Zimmeraufteilung, Programm und so aufgeteilt. Ich habe mir selbst schon überlegt, was ich der Programmgruppe sagen will. Das ist, was sie einplanen sollen. Ich habe vorgeschlagen, Räuber und Gendarm spielen. Und Werwolf, aber ich glaube, das macht der Tobias schon. Also es gibt jeden Montag ein Parlament, außer wenn er halt frei ist. Es gibt einen Protokollschreiber oder Schreiberin, die schreibt ein Protokoll. Und ja. Und das ist die ganze Schule versammelt. Und eine Moderatorin oder ein Moderator. Und der passt halt auf, dass es ruhig ist und Freiarbeit. Also wir haben zum Beispiel Freiarbeit. Das ist, da können wir Arbeiten fertig machen und zum Beispiel, wenn man jetzt bei Englisch einen Aufgabenzettel bekommen hat und den fertig bekommen hat, dann kann man in der Freiarbeit zum Beispiel den fertig machen.